Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Ihr hattet nochmal einen Haartutorial-Wunsch und zwar, wie ich meine Haare tupiere. Ihr seht ja, ich habe immer recht viel Volumen auf dem Kopf und ich will euch heute nochmal ganz extrem Schritt für Schritt erklären, wie ihr eure Haare tupiert. Vor allem, was ihr machen müsst, damit das nachher nicht aussieht wie so ein Busch hinten oder irgendwie jemand über euch lacht, weil es aussieht wie ein Vogelnest. Ihr braucht einen Stielkamm, Haarspray und ganz wichtig ein Föhn. Und für das Ende noch eine ganz normale Haarbürste. Als allererstes, ich fange nicht wie andere wahrscheinlich von unten an, ich fange immer von oben an zu tupieren. Ich gehe mal weiter zurück. Ihr nehmt euch die oberste Schicht eurer Haare. Wir werden drei Strähnen abteilen, deswegen macht die oberste noch nicht so dick. Das sollte die dünnste sein, weil das ist auch die, die nachher alles so wirken lässt, als hätten wir ein Riesenvolumen auf dem Kopf. Die kämmt ihr nach oben. So. Und wenn sie glatt ist, fangt ihr an, ab der Mitte alles nach unten zu ziehen. Ihr braucht da auch keine Angst haben, euch werden keine Haare abbrechen, es wird euren Haaren nichts passieren. Und jetzt sprüht ihr in das Tupierte einfach zwei Spritzer Haarspray rein und föhnt den. Also dieses Stück dort, diesen Part, den ihr gerade angesprayt habt, den werdet ihr trocken föhnen. Wenn ihr merkt, das Spray ist trocken, dann lasst ihr die Strähne einfach vorne runterfallen. So. Als nächstes arbeiten wir uns weiter nach hinten. So, jetzt nehmt ihr euch eine Strähne, die etwas dicker ist. Kann ruhig so sein, so schaut es oder sollte das jetzt ausschauen. Auch die erstmal wieder nach oben kämmen, damit alles glatt ist. Und auch hier wieder anfangen, alles nach unten zu kämmen. Ihr könnt da wirklich richtig grob nach unten kämmen. Euren Haaren wird absolut nichts passieren, das ist immer Quatsch. Ich tupiere meine Haare jetzt schon mindestens, ungelogen, seit 10 Jahren. Ich kann gar nicht ohne tupiertes Haar und meinen Haaren ist noch nie etwas passiert. Auch hier wieder 2, 3 Spritzer in den Ansatz da, wo ihr tupiert habt und auch hier wieder föhnen. Jetzt kommt für hinten die letzte Schicht, die dritte. Die sollte fast auf der Hälfte von eurem Kopf sein. Damit euer Kopf nachher auch von hinten wirklich schön rund und einheitlich wird und das nicht so aussieht, als hättet ihr irgendwie, keine Ahnung, ein Dach unter euren Haaren oder was auch immer. Manche Frauen sehen draußen echt lustig aus. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, aber dafür mache ich ja jetzt das Video, damit ihr die Fehler nicht macht. So, bei der letzten Schicht solltet ihr hier angekommen sein, auch in der Hälfte von eurem Kopf. Und auch hier wieder alles schön runter tupieren. Zack, 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 das geht alles ganz schnell. Und wenn ihr merkt, das ist da unten schon recht dick, dann auch da wieder raufsprühen das Spray. Nicht zu viel, es soll nicht verkleben. Und fertig. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr noch einmal in der obersten Schicht die Seiten tupiert. Dann nehmt ihr einfach die Haare hier von der Seite weg. So. Und fangt auch hier an, das einfach so runter zu tupieren. Auch hier kommt natürlich Haarspray ran. Und dann werft ihr das alles rüber und macht das gleiche auf der anderen Seite. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum meine Haare plötzlich kurz sind. Oder kürzer als sonst. Ich hatte ja Haare bis zum Po. Ich habe die langen, ganzen, langen Zotteln rausmachen lassen, diese Extensions. Weil ich einfach langsam der Meinung bin, diese ganz langen Haare sind nicht mehr so in. Deswegen ein bisschen kürzer. Jetzt klappt ihr die Seiten als erstes wieder runter. Nicht die hinteren, ganz wichtig, erstmal die Seiten. Und ihr zieht es mit euren Haaren einfach so ein bisschen zurecht hier. So. Dann fangt ihr an, die Schicht, die ihr als letztes am Hinterkopf tupiert habt, nach hinten zu klappen. Darüber dann die nächste. Und darüber die letzte. So schaut das jetzt aus. Jetzt könnt ihr mit euren Händen hier erstmal alles zurecht zupfen. Ich sehe das alles nur durch die Kamera heute. Eigentlich mache ich das durch den Spiegel. Und dann fangt ihr an, das ganz vorsichtig, wirklich nur die oberste Schicht zu kämmen. Haut dann nicht mit eurer Bürste rein, sonst kämmt ihr euch das ganze Volumen wieder von eurem Kopf runter.
so bis nach hinten alles durchkämmen. Es ist ganz wichtig, dass ihr euren Hinterkopf kämmt, weil ansonsten seht ihr von hinten aus, als hätte da irgendein Vogel sein Nest gebaut. Und das ist ja nicht der Sinn daran. Es soll ja alles schön und einheitlich ausschauen. So, und am Ende könnt ihr da ruhig von unten nochmal so alles so wie hochschieben. Einmal so die Hand runter und ein bisschen aufschütteln. Und so sollte das jetzt auch bei euch aussehen. Man sieht, ich habe wirklich gerade ein mega Volumen auf dem Kopf. Ihr könnt es weniger toupieren, ihr könnt es mehr toupieren. Es ist euch selbst überlassen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr werdet eure Haare ab jetzt leichter toupieren können. Und ich hoffe, ihr wisst auch, dass Toupieren für die Haare nicht schädlich ist. Lasst euch da kein Höhengespinst einreden. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.